Oswald! Dana! Martin! We thought you'd been killed. Merry Christmas, for what it's worth. When you put Poseidon into quarantine, Jones wouldn't let Martin through. But that's going to happen if you have a Cyberclass 14 system with a Nexus Prime processor doing the work of, well, a 1984 PC. Like putting Einstein on a supermarket checkout. Gonna get grumpy and play up. Who are you? He's a doctor. There's a hospital ship up top. But there isn't any hospital ship. You don't need a hospital ship. You've got me. You couldn't wish for a better Christmas present. And I'm Amy. Just Amy. You're not looking too good, Ozzy. Get away from me. He's just trying to help. Bingo. Well observed. Who are you? Dana Tanaka. I'm the Poseidon medic. The sickness kills off the red blood cells. It doesn't respond to anything. We've confined non-essential crew to their quarters. If he's not from the hospital ship, where did he come from? There's too much weird stuff going on around here. The lights! Uh-oh. What are you scared of? It's not just a sickness, is it? They hide in the shadows. They come in the dark. Via. What does? Ashton Arana. Martin! What? What happened to him? Carnivorous photoorganisms that live in the dark, like schools of piranha fish swimming in the shadows. I am never turning the lights off again. Not ever. The Vashta Narada on Earth are usually timid, feed on roadkill. But this, down here, this is something else. This is alien. It started with the flash. Flash? What flash? 2 days ago. Lit up the ocean bed. The sickness, that creature, the shadows, it all started then. I have to evacuate this base. Good plan, bad idea. Life pods, lots of dark corners. Your people will be dead before they reach the surface. We're on emergency lighting. It won't last much longer. I've got to get everybody off Poseidon. Or I fix the generator. Come on, Amy. You two, stay out of the shadows and forget about the life pods. Stay out of the shadows. Halt dich von den Schatten fern. We'd better stay out of the shadows, so those Vashta things don't get us. Das kann potenziell ein sehr interessantes Gameplay-Element sein. Das erinnert mich schon ein bisschen an Gears of War mit den Krill. So, wir können durch die blauen Türen den Generator erreichen, aber der Korridor ist zu dunkel. Wir müssen das Licht heller machen. Ist zu dunkel. Woran sieht er denn das? Ich versuch's einfach mal. Okay. Das war creepy. Na dann, Power up, würde ich sagen. Das Licht muss aufgepowert werden. Drücke den Power-Knopf in dem Moment, in dem die sich drehenden Indikatoren mit den grünen Blocks übereinstimmen. Okay, das ist einfach. Ja, ich gucke erst wegen Karten. Wir können das ja gleich nochmal einschalten. Die Vashta Narada. Wie sagte der Doktor so schön? They live in the shadows. Not every shadow, but any shadow. Also sie sind nicht in jedem Schatten, aber in einem beliebigen Schatten. Also sie können in jedem Schatten sein, aber sie sind nicht in allen Schatten. Das trifft, glaube ich, besser. Nicht alle Schatten, aber jeder Schatten. So kann man es, glaube ich, übersetzen. Die blauen Türen. Die blauen Türen, die blauen Türen. Wir gehen links, da ist eine Karte. Ich wollte gerade sagen, das könnte potenziell schwierig werden. Do you want a jelly baby? Why, yes, I do. Huh.
Okay. Und wir müssen weiter. Das ist aber auch dunkel. Warum haben die uns denn vorher nicht angegriffen, wenn die Waschtanerada schon die ganze Zeit da sind? Also, falls ich das nicht verstanden habe, Waschtanerada sind sowas wie unsichtbare Piranhas, die in den Schatten leben. Oder winzig kleine Piranhas. Wow. Mach's doch nicht so spannend. Schande, da kommen wir doch niemals rechtzeitig durch, oder? Das wird doch nichts. Run! Ah, das Licht geht aus, das Licht geht aus. Boah. Ach du Schande. Das ist wirklich sehr, sehr dunkel. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo ist der Generator? Wir haben ja noch... einen Weg. Amy? The lights a bit with your sonic. Just a thought. Ja, aber das boostet doch nur die Lichter da zurück wieder, oder? Oder führt uns das da runter? Ich weiß es doch nicht. Nee, es boostet diese Lichter, dann ist ja gut. Amy, lauf! Alles wird wieder dunkel. Ja, ich glaube, da können wir nicht rein, oder? Amy, sagst du, können wir da rein? Es ist dunkel. I can do better than that. Let there be light. Ah, Gott sei Dank. Right then, let's get to work. Doctor, what about the TARDIS? She'll be all right. That part of the tunnel was sealed off. Yes, but there's still a ton of ocean in between us and it. Yeah, we'll cross that bridge or flooded tunnel when we come to it. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, die Waschtanerada. It's alive. Haben wir noch einen zweiten Trick, ne? Ach du Schande. Don't let it touch you. Don't let any of them touch you. Hey, who turned out the lights? Wir sollten hier oben erstmal sicher sein, aber die Waschtanerada sind da. Die Dinger sind übrigens auch intelligent, also die sind nicht irgendwelche hirnlosen Tiere. Okay, jetzt müssen wir die Divers in diesen Alkoven da locken. Wie machen wir das am besten? Indem wir spontan erstmal warten, bis sie hier lang marschieren, weil die gehen doch da bestimmt durch, oder? Und wenn wir die mit Licht töten können, wieso hatten das in Silence in the Library nicht funktioniert? If the light gets rid of the Vashta, would it work on those divers? Wie kriegen wir die in die Alkoven, indem wir runterklettern? Wo kann man runterklettern? Hier können wir runterklettern. Vorzugsweise warten wir natürlich, bis der da weg ist. Wir müssen Kisten schieben. Wir müssen Kisten schieben, um diesen Durchgang da zu versiegeln, damit die Waschtanerada außen rum müssen. Und uns dabei vorzugsweise nicht erwischen lassen.
Das Problem ist, die sind wirklich sehr langsam. Diese blöden Männer. Das dauert, bis die da hinten sind. Und ich weiß auch noch nicht, ob wir überhaupt genug Zeit haben, um das Ganze hier in die Wege zu leiten. Das letzte Mal hat er uns ja schließlich bemerkt. Und der zweite ist ja auch auf dem Weg. Also so einfach ist es ja dann doch nicht. Schieb, 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 schieb. So, und jetzt müssen wir wieder hoch. So, jawohl, er geht außen rum. Wunderbar, das heißt, Ziel erreicht, jetzt müssen wir nur noch geduldig sein. Guck mal, da marschiert er gerade lang. Lass es Licht werden! Dann müssen wir nur noch auf den anderen warten und dann haben wir unsere Ruhe. Da kommt er angestapft. Zum Glück sind die nicht ganz so intelligent. Also in der Serie waren sie relativ intelligent. Die haben ja Diskussionen mit dem Doktor geführt, haben ihn auch getäuscht. Das war ja noch David Tennant damals, der gegen die Vashtanirada gekämpft hat. Aber in diesem Spiel sind unsere Widersacher ja allgemein nicht so sonderlich schlau. Ich würde mal sagen, tschüss, Mann! Nein! Oh nein! Das ist nicht dein Ernst. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Dann ist ja gut. Dann tue ich mal das hier für euch. Das war der letzte von ihnen. Are they dead? They were already dead. The Vashtanirada just hadn't done with them yet. Hello. Environment status chip indicates dangerous radiation. And it's been activated. Radiation? This is turning into such a great place. But shouldn't we get this generator working before the lights go out and the Vashtas hear the dinner bell? Good point. Come on. Ja, okay, den Generator reparieren. Das sollte ja nicht so schwer sein. Als allererstes drehe ich allerdings eine Runde, um zu gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo noch ein Kärtchen verstecken. War es ein Fakt? Ja! World Fact, Nuclear Power. Man findet doch immer wieder interessante Sachen, wo man sie am wenigsten vermutet. Das ist der Generator, den wir reparieren müssen. Aber hier ist sonst nichts. Die Vashtas sind down. Gut, dann haben wir jetzt einen Generator zu reparieren. Und zwar möglichst schnell. Ach, das ist unser übliches Spielchen. So, gehen wir erstmal mit den Dingern außen rum. Genauso mit Lila hier. So weit außen wie geht. Wegen dem Blauen. Blau führen wir mal hier unten rum. Rot verbinden wir direkt und Gelb geht auch außen rum und dann haben wir es doch schon wieder, oder? Ist doch einfach. Also die sind einfach. Echt. Generator still not working properly. Must be something blocking the vents. I'll keep working on it here. You head up the corridor and. I know. Bravely face the darkness and monsters and save the day again. Well, it's probably just a matter of flicking a switch, actually. But yes. Good luck with flicking that switch. Okay, wir sollen die Generator
Oh nein. Seht ihr das? Stay on the bright bits. Ja, super. Komm schon, Amy. Wow. Oh Gott. So, wo geht's jetzt lang? Da hinten geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Hier geradeaus und noch weiter. Okay, das bewegt sich tatsächlich relativ schnell. Einmal ganz durch. Das sollte ja wohl machbar sein. Und los geht's! Komm schon, Amy, bleib im Licht, bleib im Licht. Amy, bleib im Licht, Amy, bleib im Licht, Amy, bleib im Licht. Läuft doch! Und jetzt weiter, hier hinten lang. Ist das der Schalter, den wir umlegen sollen? Das sieht aus wie ein Schalter, den man umlegen kann. Es ist die Frage, wohin geht's denn dann hier weiter? Ach, nach Poseidon 8. Allerdings ohne Licht, da kommen wir nicht durch. Wasch dann Erada in den Schatten. Also legen wir mal den Schalter um. That sounds better. Hopefully that generator will spring to life now. Hopefully. Aber was hat es eigentlich mit diesem riesigen Hai auf sich? Das muss ja auch noch geklärt werden. So, wohin müssen wir denn jetzt? Zum Generator zurück? Ich versuch's einfach mal, oder? Viel falsch machen können wir ja nicht. So, lauf, Amy. Amy, lauf, 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 lauf. Okay, wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben immer ein bisschen Zeit in der Dunkelheit anscheinend. So, Amy, lauf! Und wieder runter da. Hallo, Doktor. That may have done the trick, Amy. One more poke around with those wires and we should be sorted. Ach, jetzt müssen wir das nochmal machen. Wäh. Gut, mit Gelb gehen wir hier ganz außen rum. Dann haben wir das nämlich schon mal komplett aus dem Weg. Dann stört das keins von den anderen Dingern. So. Wenn ich Blau direkt verbinde, habe ich schon verkackt. Also machen wir wieder los. Oder? Nee, warte mal. Wir verbinden Blau mal direkt. Kann ich mit Grün ganz hier unten rum? Nein, kann ich nicht. Dann komme ich da mit Rot nicht mehr hin. Das heißt, Grün muss oben lang. Da muss Rot... Okay, this is tricky. Das ist echt gar nicht so einfach. Aber jetzt haben wir's. So funktioniert das Ganze. Brilliant. Well done, engineer. Now, let's find out what's really going on. What do you mean, really? The sickness, the Vash, the Narada, Flipper with the big teeth out there, they're all connected. It's that flash of light they all saw, isn't it? Thanks for chipping in, Amy. Come on. Jones may know more.